wann der sich immer hinsetzt, weil dann könnte ich wirklich die ganze Zeit mit diesem wenigen Geld den immer aushalten. Kostet nicht viel für mich, aber es bringt eine Menge. Hier liegt Leder rum. Achso, das ist vom Schneider, natürlich. Und wir haben keine Mangelerscheinung endlich mehr. Wenn wir das im Winter jetzt noch durchstehen, dann baue ich Felder an und dann kann ich schon eine Rinderfarm überhaupt? Schweinefarm braucht den Acker. Fleisch ist Mangelware. Da brauche ich Siedler. Na, schönen Dank auch. Irgendwo konnte ich noch einsehen. Nein. Ah ja, sich die Hand mit Dingern. Nee, das ist das Handelssymbol. Einwohnerstufen, genau. Feuerholz haben wir gerade gar nicht. Also ich brauche Brot, ich brauche Alkohol, ich brauche Mäntel. Ach, ist ja nicht so viel. Und natürlich noch die Grundbedürfnisse. Aktuell komme ich nicht, ich weiß gar nicht, warum haben wir Fleischmangel? Wir haben doch Fleisch. Wir haben 27 Einwohner und ich bräuchte wahrscheinlich bis zu 40. Vielleicht mache ich es einfach mal so, dass ich mir einfach dann noch ein paar Häuser hier herstelle und dann einfach mal das ganze Problem ein bisschen mit Kaufen überbrücke. Dass ich es einfach mal kaufe, bis ich die Rinderfarm habe. Wie teuer ist Fleisch, bevor ich es kaufe? $48 für ein Steak. Weiß nicht so recht, ob das gut ist. Hier hätte ich keinen Sheriff und Bank später. Die beiden muss ich wahrscheinlich später abreißen, aber das ist mir erstmal egal. Ah, obwohl, ich glaube, dass... Die verbrauchen dann auch, glaube ich, weniger Fleisch, wenn sie Brot haben. Das heißt, ich sollte eigentlich auf Brot gehen. Aber das kann ich auch noch nicht, weil es ist Herbst. Ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr anbauen. Ich will jetzt einfach erstmal nur mehr Hütten haben, damit ich mehr Einwohner habe. Und wenn ich dann irgendwann zu viel von irgendwas habe, kann ich zum Beispiel den Steinmetz hier ausmachen. Ja, diese Stadt ist nicht so schön wie meine letzte, gebe ich ehrlich zu. Da habe ich viel mehr Herz reingesteckt. Die könnte aber immer noch was werden. Sie hat halt ihren eigenen Stil. Der Holzfäller wird wahrscheinlich irgendwann nach hier unten verlagert. Ja, komisch, jetzt wo ich auf mehr Einwohner spiele, habe ich plötzlich mehr Essen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Es sei denn, das hängt damit zusammen, dass hier alles voll ist. Das könnte natürlich auch sein. Warum kann ich 15 Leder lagern, aber nur 10 mal Fleisch? Das ist auch sehr fraglich. So, hier werden es immer mehr Kleidungsstücke. Für $12 kann ich das loswerden. Nein, ihr kriegt nichts von mir. Und der Winter ist eingebrochen und wir haben kaum Feuerholz, sehe ich gerade. Ich mache das Ding mal aus, damit ich genug Baumstämme habe für den Holzhauer.
Das wäre nämlich jetzt der Super-GAU, dass uns die Leute erfrieren. Und der neue Revolverheld. Aber den werde ich nicht anstellen, denn ich habe eigentlich zu wenig Geld tatsächlich. Faszinierend. Solange Häuser gebaut werden, haben sie keinen Schnee. Sobald das Haus fertig ist, ist es sofort mit Schnee bedeckt. Ganz normal. Neues Gebäude. Ah, der Handelsposten. Das ist gut, dass ich ihn habe. Den brauche ich nämlich gar nicht. Ich brauche mindestens 5 Siedler, sonst kann ich die Rinderfarm nicht bauen. Die Schweinefarm bringt einfach nicht wirklich was. Ah, ich vermisse schon ein bisschen meine alte Stadt, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, da ist er noch, aber ich kann sie halt nicht mehr spielen. Okay, die Leute ziehen auf jeden Fall ein. Ja, das ist richtig, richtig teuer. Der Holzhauer ist schön beschäftigt. Der Schneider ist beschäftigt, obwohl ich eigentlich sagen muss, den müsste ich eigentlich fast mal ausmachen. Eine begrenzte Zeit. Dann spare ich nämlich 8 Dollar pro Stunde. Das. Einfach nur eine blutige Lache von mir aus. Immer noch was raus, wie mir scheint. Ach, okay. Dies war mal ein Fuchs. Ein freundlicher Fuchs. Jetzt ist er bloß eine blutige Lache auf dem Boden. Wir haben jetzt erstmal genug Kleidung, dann sollen sie erstmal das Leder einlagern, bis die hier wieder effizient genug sind. Fleisch ist auch so eine Sache. Mal passt es, mal nicht. Vielleicht soll ich trotzdem welches kaufen. Allerdings, ja, ich brauche eigentlich das Geld tatsächlich, damit ich... Ich kann aktuell nichts mit Acker machen. Denn ich habe nicht genug Geld, um meine Stadt entsprechend zu erweitern. Und im Frühling könnte ich dann direkt anfangen, rein theoretisch mit Feldern. Was habe ich, was ich verkaufen könnte? Kleidung. Heuholz war doch, glaube ich, mehr wert als Bretter, oder? Ja. Krieg 5 in meinen. Und ich glaube, man kriegt auch mehr Brennholz raus als... Okay, die sitzt auf dem Boden und macht nichts. Ich glaube, ich krieg 3 mal raus. Und die kriege ich auch 3 Stück raus. Alles voll, also. Ich fände es ein bisschen besser, wenn man das auch sagen könnte, sucht euch selbst was. Das wäre auch nicht schlecht. Was ist jetzt das, dass es mit 2 Strichen ist? Einfach sagen, sucht euch was und macht das dann. Okay, 2 Dollar Unterschied, 3 Dollar Unterschied. Ist nicht die Welt. Den auszumachen. Aber wir fangen langsam an, ordentlich Brennholz zu sammeln. Wie gesagt, ich werde ihn behalten. Und wenn ich dann noch so oft Geld reinwerfen muss,
Aber ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal den Brunnen ausmachen. Den einen macht er wahrscheinlich noch fertig. Ja, muss ein paar Mal holen. Damit es voll ist. Spar mal 3 Dollar immerhin. Aber wir haben genug Wasser. Erstmal. Außerdem schonen wir so die Ressourcen des Brunnens ein bisschen. Ach ja. Die Dinger sind alle voll. Fleisch haben wir auf jeden Fall einen Mangel. Der geht gerade auf Klo. Der hat tatsächlich einen Zylinder auf. Verrückt. Das ist tatsächlich ein kleiner Avatar im Grunde. Mehr oder weniger, also es gibt nur 3 Modelle, wie mir scheint. Von den Männern zumindest. Ah ne, der sieht ein bisschen anders aus. 4. Wer braucht denn mehr Fleisch? Also ich tue ja fast so, als würden sie verhungern. Okay, das ist sehr kacke. Klar, ich gebe euch ja. Wo sind meine Revolver denn? Angriff, töte die. Okay, dann hat sich meine Theorie nicht bestätigt. Das heißt, ich werde den da oben auch ins Nirvana pusten. Du gehst zum Arzt und du erschießt dann einfach mal die Banditen hier hinten. Hol mal die Pferde. Hol mal das Pferd. Aber ich glaube, die haben was verändert bei den Waffen, denn ich glaube, der Revolver scheint jetzt nicht mehr so viel Reichweite zu haben wie die Winchester. Niemand besiegt die Winchesters. Scheint ja wirklich ein enormer Vorteil so zu sein. Okay, jetzt hat er ihn erschossen, von mir aus. Das war's mit den Banditen. Der Holzhauer hat eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf, finde ich. Machen wir dich mal wieder aus. Produzieren wir lieber mal richtige Bretter erstmal. Hier unten haben wir bald genug Platz. Und wir haben immer schon 7000 Dollar gesammelt. Fehlt ja nicht mehr viel. Bisschen Kleidung kann man ja verkaufen. Achso, die tragen das natürlich jetzt alles weg. Ich habe sehr viele Leute, die einfach nur rumlungern, wie mir scheint. Sucht euch einen Job. Oh,
Bis zu 8 Gäste im Mietpreis für 2 Dollar. Ja, aber wir haben gesehen, das Hotel ist nicht so super. Und wir haben nicht mehr genug Toiletten, wie es mir scheint. Hier ist doch eine Toilette. Also warum? Ist mir ernsthaft, hier ist eine Toilette direkt davor und der macht auf dem Boden. Sehr toll. Ich bin so froh, dass ich diese gebildeten Einwohner habe und ich muss immer noch bemängeln, es gibt keine Schule in diesem Spiel. Aber wir haben schon fast genug Pioniere, dass wir... Das kann ich mir eigentlich auch noch weiter Hütte leisten, wenn ich ehrlich bin. Oder auch zwei, dann haben wir nämlich genug für... Irgendwas brauchte ich doch 40. Für den Saloon, ja. Und die Holzkirche. Ja, die Bank bringt mir auch wieder nichts, aber ich werde sie trotzdem bauen. Schade. Hätte das geklappt, das wäre wirklich so super gewesen. Dann hätte ich überhaupt keine Probleme mehr gehabt mit Banditen, weil ich die ganze Zeit einfach nur den einen bezahlt hätte und gut wäre. Ich brauche so dringend diese Fläche hier. Und die scheinen alle so extrem Lust auf Schnitzel zu haben. Vielleicht muss ich... Spätestens wenn ich dann den Sheriff habe, werde ich eh die Revolverhelden wahrscheinlich los. Interessant. Achso, dann kann ich ja auf endlos stellen und dann pausieren. Da muss ich ihn immer wieder neu einstellen. Ja, auch nicht schlecht. Mir fehlen aber noch 8000 Dollar. Ich glaube, ich baue mal hier noch einen Jäger hin. Ich glaube, das brauche ich tatsächlich. Ich möchte nämlich nicht erleben, dass die anfangen, hier einen noch revoltieren zu machen. Wir können trotzdem das Haus hier oben noch fertig bauen. Das ist fast fertig. Oh. Schon wieder jemand erschossen hier. Aber selber schuld, wenn die anfangen... Wenn irgendwelche Banditen kommen und bei mir klauen wollen, dann... werden sie halt erschossen. So ist das Leben. Auf Pferdediebstahl stand damals auch die Todesstrafe direkt. Da musste man sich echt überlegen, wenn man, ob man ein Pferd klaut. Will gar nicht wissen, wie viele Leute aus dem Saloon gegangen sind, weil sie besoffen waren und aufs falsche Pferd gestiegen sind und dann einfach deswegen am Galgen gelandet sind. Schaffarm, ja. Siedler wären echt schon nicht schlecht, aber wie gesagt, ich brauche erst mindestens eine Erweiterung der Stadt noch. Und wenn ich noch zwei brauche, dann sind wir so richtig am Arsch. Denn das kann ich mir auf keinen Fall leisten. Eine könnte ich demnächst hinkriegen im Frühling, aber zwei Erweiterungen der Stadt wird eng. Du fängst mal an hier zu sammeln und ein Träger für dich. Eine Waffe haben wir ja noch für dich eigentlich. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt langsam ein bisschen besser wird mit unseren Rohstoffen. Dass wir genug zu essen haben. Das, genug zu essen wäre schon mal nicht schlecht. Was ist das da bitte schön? Eine Killerpflanze, sah zumindest so aus. Wie ist denn die Stimmung der Stadt? Ah, immerhin bei 94%. Ah, okay. Seine Stimmung ist im Keller.
kann denn seine Stimmung bitte im Keller sein? Er jagt das Zeug doch. Ist er immer noch unzufrieden? Ja, aber ernsthaft, da kann ich dir auch nicht helfen, wenn du zu blöd bist, das Fleisch zu essen. Fleisch ist da, du musst es selber essen. Ah, ich glaube, er holt sich gerade. Lass ihm das Fleisch. Vielleicht fängt er sich ja wieder demnächst. Wenn er Probleme macht, hat er eine Waffe? Ah ja, okay, er ist Jäger, das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Wenn gerade der Jäger schlechte Laune hat, ist das nicht unbedingt gut. Er könnte verhungern, wenn wir Pech haben, aber andererseits... Wie kann denn der Typ verhungern? Der hat das Fleisch auf der Schulter. Dann kann ich ja auch nicht helfen. Ein bisschen Eigen-IQ braucht man schon zum Überleben. Okay, Bretter haben wir jetzt auch wieder genug. Ich finde es echt gut, dass er arbeitet, aber was ist mit dir? Der hat das gleiche Problem. Ach, das ist der Holzfäller, okay. Jetzt ist er verhungert. Ja, hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Okay, ich warte noch kurz. Ah, ich konnte 5000 ins Minus gehen, so war das. Der hat wenigstens keine Waffe, wenn er stirbt. Okay, wir haben sofort den nächsten Jäger, gar kein Problem. Wir verkaufen ein paar Pferde. Dann kann ich mir auch das hier gönnen. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Ich vermute mal fast noch nicht. Todesursache Hunger. Immerhin $50 gemacht. Aber wieso habe ich 50? Ah, okay. Nicht viel, aber immerhin. Oh, in dem Bereich wirst du schon was finden. Die müssen auf jeden Fall weiter produzieren, denn ich brauche Geld. Sag mal, es ist doch eigentlich Frühling. Warum ist hier alles voll Schnee, bitteschön? Ah, jetzt kommt der Frühling, okay.
Ah, ich habe nicht genug Geld dafür. Oh, toll, der Revolver ist sauer. Ja, meine Einwohner werden jetzt unzufrieden, weil es einfach kein Fleisch gibt. Du lässt die fallen. Und weißt du was? Jetzt, wo du keine Waffe mehr hast, schmeiß ich dich raus. So, hat der Jäger auf jeden Fall gleich eine Waffe. Dann kriegen wir hoffentlich auch das endlich mal in den Griff. Ah, das ist die Maximalgröße, wie mir scheint. Kriege ich vielleicht noch ein weiteres Feld hin später. Möglichst auf das Gebiet hier mitlaufen lassen. Möglichst wenig auf das Grüne. Hauptsache, wir haben ausgezeichnet. Ja, jetzt kommen die ganzen Farben. Einen Moment, ich darf jetzt immer alles anpflanzen? Haben sie das geändert? Was bringt denn am meisten? 8, 6 und 8, ich nehme Mais. So wird zum Thema ermordet. Tod, Hunger. Er wurde ermordet. Okay, die Schweinefarm kann ich ja eigentlich überall hinpflanzen dann. Ja, ich weiß, dass ich Minusgeld habe. Das ist super. Ich kann jetzt wirklich alles immer anbauen. Und ehrlich gesagt, ich baue jetzt demnächst einen Fleischer und vielleicht noch ein, zwei Schweinefarmen. Vielleicht komme ich dann endlich mal auf den grünen Zweig mit dem Fleisch. Weil kaufen ist echt zu teuer. Auch Wasser und Mais in den Wachsen bringst du hin und kann Schweine nicht von Gräsern ernähren. Ja. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Was war denn hier hin? Schade, fast. Vielleicht so? Ah, wir können jetzt die Holzkirche bauen. Schön. Wir brauchen trotzdem erstmal ein paar Schweinefarmen. Und die werden hoffentlich auch gebaut.
Es läuft nicht optimal, aber es könnte auch schlechter laufen, tatsächlich. Oh, uns gehen langsam die Metallteile aus. Das macht alles schlechter. Tatsächlich. So. Wenn die Gebäude dann endlich mal fertig sind, dann haben wir es vielleicht. Ehrlich gesagt, das Ding kann man dann auch wieder anmachen. Ich warte jetzt noch so lange, bis wir wieder im positiven Geld sind, und dann werde ich die Folge beenden. Das Ding kann man eigentlich wieder ausmachen, das Leder ist alles verarbeitet. Verkaufen kann ich aktuell nicht wirklich was. Ich mach's trotzdem. Ich vermisse die Zeit, als ich 50 Stacks verkaufen konnte. Das hat sich wenigstens gelohnt. Immerhin so kommen an 80 Dollar. Ich möchte nämlich nicht, dass ich speichere und dann fange ich wieder an und alles Geld ist futsch. Ah, sehr gut. Der Steinmetz ist bald fertig. Dann kann ich dem endlich mal ein neues Arbeitsgebiet zuweisen. Vielleicht kriegen wir dann da oben auch endlich mal den ganzen Stein weg. Würde mich sehr freuen. Hier liegt eine Winchester, die keinen interessiert. Und hier wird zuerst der erste Mais geerntet, aber ich mache jetzt noch keinerlei weiteren Arbeiter drauf. So. Hol, was du willst. Okay, gleich sind wir im Positiven. Unsere Schweinefarm ist fertig. Und die Schweinchen freuen sich wahrscheinlich auch gleich. Mais wird auch eingeladen. Schön, wie er rumsteht und nichts tut. Nee, du gehst zum Arzt. Warum hat der Steinmetz eine Schusswaffe? Was für ein Blödsinn. Und wir sind im Positiven. Okay, das war Let's Play Depraved für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Beim nächsten Mal müssen wir hier den Acker vergrößern. Der Fleischer wird in Betrieb gehen. Und ja, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Und vielleicht kommen wir auch endlich aus der Fleischkrise raus. Bye, Leute.